Ja, liebe Leute, ich bin hier bei Antonius Mailand in der Küche. Sehr schön hier. Antonius Mailand ist Vorsitzender des Vereins, jetzt muss ich aufpassen, zur Erhaltung und Förderung des Schienenverkehrs in Bocholt und auch Mitglied der Stadtpartei. Das muss man vorwegschicken, damit man ihn dann einordnen kann. Und er, wie der Name des Vereins schon sagt, macht sich sehr stark für den Schienenverkehr. Und jetzt hat ja der Haupt- und Finanzausschuss mit der Mehrheit von CDU und FDP im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, ja, im Prinzip den Schienenverkehr in Richtung Musum, also das Industriestammgleis, stillzulegen. Und ich glaube, Sie sind nicht so begeistert. Kann man so sagen. Ich bin überhaupt nicht begeistert. Kann auch nicht ganz verstehen, wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist. Es hat sich vorher anders angehört. Die CDU und FDP hatten meines Wissens nach vor, zuzustimmen und haben dann in einer Sitzungspause von 10 Minuten im Haupt- und Finanzausschuss entschieden, diese Haltung um 180 Grad zu drehen. Kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Mag vielleicht daran liegen, dass die Verwaltung gegen dieses Stammgleis war, hier auch in Person des Bürgermeisters. Ich kann es nicht sagen, aber steht zu vermuten. Ja, halte ich für möglich. Viele der Argumente, die vorgetragen werden, sind für mich wirklich nicht schlüssig. Da ist von einer Summe von 390.000 Euro die Rede. Ich habe mal aufaddiert, die drei Summen, die im Moment im Raum stehen, die ergeben für mich zusammen 247.000 Euro. Das ist die Weiche mit 120.000, das ist die Einbindung ins elektronische Stellwerk mit 60.000. Und das sind die derzeit nötigen Reparaturen von 67.000 Euro. Ergibt für mich zusammen 247.000 Euro. Ist aber auch viel Geld. Keine Frage, ist immer viel Geld. Aber ich sag mal, da wird bundesweit, landesweit und sonst wo europaweit über eine Stärkung des Schienengüterverkehrs gesprochen. Und wir gehen hier hin und wollen eine im Umkreis von 50, 60, 70 Kilometern einmalige Möglichkeit, noch Güter zu verladen, auch noch wegreißen. Das ist eine Sache, die leuchtet mir nicht ein. Gut, aber ein Argument ist ja, wird sie überhaupt gebraucht? Bislang hat sich ja eigentlich nur ein Unternehmen, nämlich die Perkan GmbH, dafür stark gemacht. Irgendwie scheint ja doch kein Interesse da zu sein, denn da ist ja bislang auch wenig passiert auf dieser Strecke. Die hat sich aber immerhin so stark gemacht, dass sie sogar Geld dazu geben. Gut, aber das dürfte nicht ganz reichen, aber immerhin. Aber es ist doch eine deutliche Absichtsbekundung. Und wir wären schon ein ganzes Stück weiter, wenn die Stadt Bocholt ihre Hausaufgaben gemacht hätte, nämlich all die Dinge, die in diesen 67.000 Euro summenmäßig enthalten sind, die hätten auch schon vor 5 oder 10 Jahren erledigt werden können. Dann müssten wir heute nicht darüber reden. Gut, das können wir aber jetzt dem Bürgermeister nicht vorhalten. Er ist noch Tue nicht ich so auch nicht. lange dabei. Und die Kernfrage ist eben, wofür wird denn so ein Stammgleis dann gebraucht in Zukunft? Sie haben es ja auch mal, glaube ich, angekündigt, über den Masterplan Schiene gesprochen, über den Green Deal. Es ist zu vermuten, dass mehr Lkw-Verkehr auf die Schiene gelegt werden soll. Aber wenn natürlich die Leute oder sagen wir mal so, die Firmen kein Interesse haben, dann nützt es ja alles nichts. Ich stimme Ihnen zu, aber es ist ja nicht so, als ob die Firmen gar kein Interesse haben. Fakt ist wohl, dass es ein Interesse von Spediteuren aus dem Grenzraum gab, hier auf der Schiene Aufleger zu verladen und diese bis nach Italien rollen zu lassen. Das ist etwas, was ja seitens CDU und Bürgermeister nicht mehr als zur Kenntnis genommen wurde, aber man hat überhaupt nicht weiter darüber geredet. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, muss ich so mal im Raum stehen lassen. Ein Gegenargument war auch immer die Frage der Taktung. Es ist ja vorgesehen, dass die Strecke elektrifiziert wird, dann im 30-Minuten-Takt gefahren wird. Und dann wurde gesagt, da passt dann eben auch kein Schienenverkehr, beziehungsweise, Entschuldigung, kein Güterverkehr mehr dazwischen. Oder eben die zweite Frage, wenn die nur nachts fahren können, ist auch nur ein bestimmter Sektor dort frei. Es war vor 2 Stunden das Gespräch, aber ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich glaube, da ist dann eher so eine 6 bis 8 Stunden Phase dazwischen. Aber das können Sie ja vielleicht mal erläutern. Wenn ich zusammenrechne, dass
Der letzte Bocholter, der hier aus Bocholt wegfährt, fährt um 22.30 Uhr. Bis morgens 5.30 Uhr sind für mich 7 Stunden. Von daher kann ich nicht verstehen, wie man auf 2 Stunden kommt. Punkt 1. Punkt 2 ist, ein Großteil des Güterverkehrs findet überall nachts statt. Das ist der Normalzustand. Mhm. Und Punkt 3 ist, ich sehe nicht das Problem, warum ein Güterverkehr zwischen den Personenzügen nicht stattfinden können soll. Denn wenn man sich in Naminkel den Verkehr der Firma Max Bögel, da geht es um Betonfertigteile, anschaut, der läuft heute auch schon fast nur tagsüber. Ich bin selber lang genug als Rangierbegleiter oder ähnliches auf der Schiene tätig gewesen. Die Züge sind fast alle tagsüber gelaufen und nicht nachts. In Hamminkeln gibt es eine Kreuzungsmöglichkeit und da kann sich ein Güterzug und ein Personenzug begegnen, aneinander vorbeifahren und fertig. Und noch ein Argument der Gegner oder derjenigen, die es abgelehnt haben, das Rangieren muss zum großen Teil eben auch noch im Bahnhof Bocholt, wenn man ihn als solchen bezeichnen kann, stattfinden. Sprich, das muss alles erst ins Zentrum gefahren werden und dann irgendwie rangiert werden. Ich bin jetzt kein Experte dafür. Wie stehen Sie dazu? Ein in Bocholt einfahrender Zug kann auch hinterher ganz normal in das jetzt, so wie ich es verstanden habe, aus den Planungen der DB, in das geplante Umfahrungsgleis einfahren. Und davon abgesehen kann so ein Zug natürlich anschließend innerhalb von 5 Minuten zurückdrücken in das entsprechende Gleis im Industriepark und dann ist der Zug weg. Diese Hindernisse sind für mich künstlich aufgebaute Hindernisse. Da wird der übliche Popanz wird aufgebaut, Scheinhindernisse, die in der Wirklichkeit nicht existieren. Wenn Sie nach Emmerich gehen, ich bin da jahrelang selber gefahren, und in den Hafen wollen, dann sind die Verhältnisse ganz genau so. Sie müssen erst in den Bahnhof Emmerich einfahren, einmal drumherum, Lok ans andere Ende, dann oben ins Ausziehgleis drücken und dann können Sie in den Hafen einfahren. Und da drin gibt es wieder eine Umfahrung, die es in Bocholt im Industriepark auch gibt. Da kann die Lok wieder umsetzen ans andere Ende und wieder raus. Also rein technisch betrachtet ist das ohne weiteres möglich. Sie sprachen Emmerich schon an. Viele oder einige Bocholter fahren heute nach Emmerich und lassen dort aufladen, wenn ich da richtig informiert bin. Das Problem ist ja doch, wenn die Bocholter Firmen sozusagen aufs Gleis wollen, müssen sie ja erstmal auf den LKW laden und dann zum Gleis hin, wenn ich das richtig so sehe. Ja, da können sie ja auch gleich nach Emmerich durchfahren. Wenn man keinen eigenen Anschluss hat, stimmt das. Ja. Für Firma Pergan zum Beispiel stimmt das aber nicht. Für Firma Fiege wird das auch nicht stimmen. Es gibt noch mehr Anschlüsse. Also machbar ist das alles. Ja. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Der Haupt- und Finanzausschuss hat beschlossen, ich glaube, die Verwaltung hat die Weiche auch schon gekündigt bei der Bahn. Das heißt, man müsste im Prinzip entweder jetzt nochmal einen Schnelleilbeschluss des Rates fassen. Ob der also die Mehrheit abfährt, ist dann wahrscheinlich fraglich bei den Mehrheitsverhältnissen, die wir jetzt haben. Ich finde schon sehr erstaunlich, dass die Weiche schon gekündigt worden ist, noch bevor der Rat etwas entschieden ist, hat. Denn es gibt einen Ratsbeschluss aus 2016, der meines Wissens nach erstmal aufgehoben werden muss. Was hier vorliegt, ist ein Ausschussbeschluss und kein Ratsbeschluss. Und ich war bisher immer der Meinung, dass ein Ausschuss keine Ratsbeschlüsse aufheben kann. Ja, das sagen die Juristen, da gibt es die normative Kraft des Faktischen. Das heißt also, es musste entschieden werden, weil die Bahn eine Frist gesetzt hatte. Und dann kann der Haupt- und Finanzausschuss entscheiden. Frage ist eben, das ist auch eine juristische Frage, was ist mit der Aufhebung des Ratsbeschlusses, des alten Ratsbeschlusses? Ich habe die Fristsetzung bis heute nicht schriftlich gesehen. Und ich habe gehört, dass die Stadtpartei sich erkundigt hat, ob es denn diese Fristsetzung gäbe. Und bis heute ist nichts Schriftliches auf den Tisch gekommen. Es wurde nur davon gesprochen, dass das alles mündlich gelaufen sei. Ja, das überrascht mich schon sehr. Das heißt, es wird spannend am 16. Dezember, da ist die nächste Ratssitzung und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Thema nicht auf die Tagesordnung kommt. Und was ich zusätzlich noch bemerken möchte, ist, dass in dem Workshop Zukunftsstadt Bocholt 2030 ein Mitglied der CDU-Fraktion den Vorschlag gemacht hat,
eine Stadtbahn aus dem Industriepark bis nach Rehde zu bauen. CDU, wohlgemerkt, nicht die SPD, die diesen Vorschlag offensichtlich jetzt aufgegriffen und sich zu eigen gemacht hat. Und gleichzeitig möchte man aber das dafür nötige Gleis wegreißen. Den Widerspruch muss mir erstmal jemand erklären. Nun, da kann man sich ja auch mal anders überlegen. Da ist ja viel Zeit inzwischen vergangen. Ja, aber ungefähr 8 Wochen. Ja, das kann schon mal passieren. Ich glaube aber, dass gerade in dem Workshop sich ja auch die Unternehmerschaft für das Gleis ausgesprochen hat oder überhaupt generell bemängelt hat. Bitte? Und der Gutachter, der das Gleis begutachtet hat, ebenfalls. Und ich glaube, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft auch. Richtig. Tja, dann wird das nochmal spannend werden, kurz vor Weihnachten. Wir warten es ab. Vielen Dank. Bitte.